So, hallihallo, ihr Lieben, wir sind wieder live in Diablo 4 und wir starten jetzt mal, loggen mal ein, gehen jetzt noch ins Discord und ja, dann geht's wieder los und weiter. Hallo. Hallo, Herr Tachen. Hallo. Ja, Herr Tachen ist da. Habt ihr einen Moment? Ich wusste, dass ihr Interesse habt. Kommt mit nach hinten raus, dann verrate ich euch die Machen wir jetzt Details. Qual 4, dann können wir zusammenleveln. Und im Sinne der Wir Diskretion sind jetzt auf vertraue jeden ich Fall natürlich schon darauf, dass in das zwischen uns bleibt. Twitch Online. Na schön. Twitch! Okay, Erledigt aber macht euren kleinen Auftrag. Ich da werde gibt's gute zusehen, dass Drops. ihr nicht wieder plaudert. Gut. Aber Gut, tötet ihn nicht. Entschuldigung. Macht die Sache leiser. Wenn wir jedes Entschieden. Großmal töten würden, wäre hinter Pfuhl vor Sonnenaufgang menschenleer. Trick ist einfach, den Ton auszumachen und das in einem anderen Tipp laufen zu lassen, oder? Gut. Nichts Tödliches. Musst du Weil das machen, bei ist. Twitch musst du den Ton ausmachen. Ja. Und einfach in irgendeinem Tab im Hintergrund laufen lassen. Nur für die Drops. Ich glaube ja, ich weiß nicht, ob du den aktiviert haben musst, den Tab. Lyndon, war Lyndon nicht der Schurke, dieser in Diablo 3? Noko, ich habe nicht so viel Lore gemacht wie du. Ja, dieser Begleiter. Du bist der einzige Doktor Lyndon. Verzeiht mir all diesen Aufwand. Hey, Da Level so kurz mein up! Hinterpfuhl etwas wilder zugeht, ziehen wir unerwünschte Aufmerksamkeit auf unsere bescheidene Stadt. Wisst Nein, ihr, ich bin offiziell ist der Ort auf keiner verstorben. Karte verzeichnet. Damit das so bleibt, bin Oh, ich ich sag nur einen meine Handel Ausrüstung, ich weiß eingegangen, den meine etwas blutrünstigeren Brüder vielleicht nicht so diplomatisch angehen würden. Ich habe die Vorräte in der Nähe versteckt. Wir holen sie, bestechen die Gesetzeshüter und ihr macht schnelles Geld. Der Club Lündon ist der Schurke. Lündon. Wolf Landgren? Was ist das? Ja. Er ist auch auf der Schurke. Da sind wir. Schurks. Schurki. Achso. Das ist. Jemand muss mein Versteck gefunden haben. Es sei denn. Moment. Nein, das ist nicht die richtige Stelle. Sieht mich nicht so an. Ich bin alt. Auf meiner Notiz steht, ich sollte den Ort nicht Eieiei. an die große Glocke hängen. Was zur Sehr Hölle soll das schön. überhaupt heißen? Bei Inarius Höllenfahrt. Es ist nicht weit. Das weiß ich. Doch nicht, dass meine alten Knochen noch so viel tragen. Gute Arbeit. Wir treffen Sie nördlich bei den Schiffswracks. Lassen wir Sie nicht warten. Oh, die Höllenflut wurde mir gerade angezeigt, ist aufgestiegen. Ich weiß nicht, ob da jemand machen will. Ich muss Ist die erst bei mal dir durch. oben im Normalmodus, Logo? Kannst du mal gucken, da in Qual 3, ganz links irgendwo ist die? Seht euch Würde mich das nur mal interessieren, ob die in allen. Ja, ach, links. Links auf der Karte. Ich sehe jetzt hier nichts. Die Narren haben versucht, auf Nee, links, zu machen. So ein bisschen links unten noch. Es ist fast bewundernswert. Ein Glaube so Weiß nicht, ich mächtig, sehe dass er nichts. selbst den geringsten Menschenverstand übertrumpfen kann. Ich gehe jetzt aber erstmal hier kurz Quests annehmen. Naja, vielleicht ist es wirklich unterschiedlich zwischen. Stufe 3 und 4. Zwischen Stufe und Stufe, ja, kann natürlich sein.
Ich habe 2 neue Quests entdeckt, die muss ich erstmal alle annehmen. Alle. Boah, wir waren heute noch schön bei Meckes. Erstmal mit den Kindern bei einem Leichtathletik. Haben sich die Kinder mal angeguckt. Jetzt wollen wir nächste Woche dann mal so zu so einem Probetraining trainieren. Ja. Nur für Yassi oder auch für Benny? Nee, Benele wollte auch mitmachen. Gibt dann so verschiedene Altersstufen. Und ja, okay. Also sag mal so, für den Sportunterricht ist das auf jeden Fall nicht schlecht, wenn du ein Leichtathletik-Typ bist. Ja, vor allem Jasmin ist ja sehr gut, ne? Die hatten ja am Dienstag, das nennt sich ja heutzutage nicht mehr Sportfest, sondern Bundesjugendspiele. Ja. Sie ist bei uns schon immer so. Echt? Ich glaube, sie ist das früher Sportfest. Na gut, ich bin aber wahrscheinlich, bin ich hier der Älteste von uns? Guck, wie bei mir hieß es auch Sportfest, du Würstchen. Guki, wie alt bist du? Ich bin 34. Schulden bei mir. Na gut, da bin ich noch 5 Jahre älter. Also, vielleicht hat sich das dann geändert. Ich bin auch 34. Ich bin doch einfach an den Bundesländern. Hat er geglaubt, das fällt. Der könnte auch sein, ja. Stimmt. Wahrscheinlich am naheliegen. Ja. Ja, und Jasmin, die ist aber extrem gut bei diesen Sachen. Und die hat ja zweimal hintereinander in ihrer Klassenstufe, war sie immer die schnellste beim Sprinten. Jetzt war sie wohl irgendwie auf die weiteste beim Weitsprung und die am besten geworfen hat. Und ja, wenn sie da anscheinend irgendwie ein Talent hat, wovon wir ja nicht so richtig wussten, was sie da haben könnte, dann wollen wir das natürlich zumindest auch mal, wenn sie da auch Spaß dran hat, mal ein bisschen fördern. Klar. Würde man das direkt im Keim ersticken. Ah. Wenn es die Möglichkeiten gibt, auf jeden Fall. Ja, denke ich mir so. Ich habe übrigens mitgekriegt, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt, aber die erste Season, die kommt wahrscheinlich so Mitte, Ende Juli raus. Habe ich auch schon gelesen. Und man muss wohl die Kampagne nicht nochmal durchspielen und man muss auch die Altare von Lilith nicht nochmal sammeln. Das habe ich auch gelesen. Also Ruf und so muss man alles nochmal neu machen und Karte aufdecken und den ganzen Kram, was ja auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise Sinn macht. Aber zumindest diese ganze Ruflevel da mit der Kampagne, das kann man sich dann durchfragen. Das ist natürlich super geil, dass man das mit jedem Fall dann macht. Ja. War auch so ein bisschen meine Befürchtung vor allem, oder? Na, gerade die Altare von Lilith dann. Ja. Ja, da könnte man, glaube ich, wirklich mal so einen Abreitabend irgendwie machen. Weißt du, mal so eine Karte aufmachen irgendwie im Internet und dann reitet man mal alle ab und holt sich die mal fix. Das sein, dass die auch teilweise in Kampagnenleveln sind, die Altare? Ich hab hier gerade einen in dem Kampagnenlevel gehabt. Boah, fuck. Tatsächlich gestorben in der Höhlenflut. Linden, ihr Mistkerl. Ihr hattet doch behauptet, die Einheimischen wären unter Kontrolle. Ist nicht so gut. Ich würde sagen, die sehen ziemlich kontrolliert aus. Ihr kann das sein, wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen wir ja diesen Aktivierungsdungeon, um auf Feldstufe 3 zu gehen. Ne? Wenn ich die Story durch hätte. Und ja. Würde euch dann einladen in ein Spiel von mir mit diesem Dungeon. Wir würden da kurz durchrennen. Könnte ich dann Feldstufe 3 gehen und die globalen Events mitmachen? So habe ich das verstanden, ja. Natürlich. Ich habe heute irgendwas gelesen, dass es Level 3 gibt, der Weltstufe 4 freigeschaltet hat. Um Hinterpfuhl zu schützen. Genau. Der ja. Gelesen, ja. Also ich habe ja auch mit Level 66 schon Weltstufe 4 freigeschaltet, obwohl das eigentlich erst ab 70 plus der Dungeon ist. Ja. Das ist aber natürlich, wenn man full skilled ist, dann kann man natürlich auch die schwierigen von diesen früher. Aber man muss es natürlich drauf haben. Nur mit wenigen Vertrauten über diesen Wichtigste gesprochen. Ja. Also haben wir einen Spitzel. Sucht mich in Hinterpfuhl auf, sobald ihr könnt. Was? Anscheinend ist so ein Ding halt weg. Arbeit auf euch. Das ist ja mies. So eine Wand. Boxpilz. Das können wir gerne machen, Gia. Also sagt einfach Bescheid, wenn du soweit bist. Ja. Und dann können ich wir habe das Gefühl, es geht im Ende zu. Ja. Ich mache aber die Höllenstufe, mache ich dir noch kurz fertig. Nee, ich brauche erst. Ich muss erst mal Lilith noch töten, wahrscheinlich. Oh, was ist bitter jetzt? Das backt gerade so. Ich habe ständig Schwarzbild, weil diese eine Mauer sich nicht ausblendet.
weiter. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mal auch mal eine Runde zurückkomme. Das ist doch okay. Ach nee, das ist tatsächlich auch in der Open World, die Story, wo ich gerade bin. Deswegen ist da wahrscheinlich auch so ein Altar gewesen. Welches Level bist du jetzt vom Pong? Ich bin Level 54. Was Linden? Auf ihn. Und schaffst du 55 heute noch? Ja. Der Koffer, ja. Es ist vorbei. Thank you.
Nach Samiel muss ich suchen. Wo ist Samiel? Da ist nichts mehr zu machen. Oh ja. Samiels Leiche. Versprechen wurde gehalten. Legt ihn schnell auf die Liege. Es wurde schon zu viel Zeit verschwendet. Steif, leicht aufgedunsen, hat schon schöne Blasen ausgebildet. Noch keine Brüche. Noch keine 3 Tage tot. Ich habe eine Krankheit herangezüchtet. Tief im Sumpf. Ganz kontrolliert unter meiner Obhut. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber der Baum sieht das als Bedrohung. Sie muss geläutert werden. Im Süden wurden 3 Leichen mit den möglichen Heilmitteln präpariert. Ich werde mich um unseren Freund hier kümmern. Bringt mir eine Probe von der gesündesten Leiche dort. Wonach ich suche. Das ist es nicht. Du schöpfst die Saale ab, was, Linden? Auf. Das ist das. Von welcher Leiche stammt sie? Oh, gib mal her! Diese Leiche wurde mit Schlangendorn und Blutpilz behandelt. Fast. Eine wichtige Zutat fehlt noch. Der Blutpilz. Richtig schwer zu züchten, weil er einen lebenden Wirt braucht. Ich habe eine Handvoll auf eine Kreatur vor den Reservoirruinen verpflanzt. Sobald ihr sie gesammelt habt, reist in den Süden. Sucht nach dem Leichenhaufen. Ich werde euch dort, an der Quelle der Krankheit, treffen.
macht echt nochmal einen ganz schönen Unterschied vom Level Speed her, wenn du mit der letzten, also der nächsten Stufe da bist. Von der Schnelligkeit oder? Ja, also du kriegst wirklich viel mehr, also es ist auch wirklich viel, viel mehr mit Bera. Ja. Das muss ich nicht zu unterschätzen. Aber von der XP her deutlich, deutlich besser. Meine Taschen sind voll. Nein! Oh. Hier, hat mal jemand von euch irgendwie so 10 Minuten Zeit oder so? Ja. Für? Lilith? Duriel. Der Ding, das Ding hat einfach 1 Milliarde EP, HP. Und, keine Ahnung. Lad mich ein. Dann ja. Komm ich vorbei. Und irgendwann sind die Tränke halt alle, ne? Ja, das Problem sind nicht die Tränke, das Problem ist einfach, es dauert so lang. Und dann, jedes Mal, wenn der aus dem Boden kommt, dann hat er einen neuen, dann macht er so ein Loch und dann kannst du da nicht mehr langlaufen. Okay. Theoretisch könnte das, also ich glaube, es ist sogar die Open World. Aber keine Ahnung, du kannst ja glaube ich... Ja, alles wieder Cup auf dich raufgeklickt. Guck mal, meine erste 175er Kiste in Qual 4. Oh. Ja, dann GL. Da drin, ja? Ist das da? Ja. Ah, du hier. Der Duriel hat echt viel Leben, fand ich auch. Ja. Vor allen Dingen, wenn am Anfang erstmal, okay, dieses Chaos mit diesen 1 Milliarde Maden, das geht ja noch klar. Aber dann diese Phase jetzt dazwischen drin, das ist einfach so langwierig. Was ist da eigentlich dieser weiße Balken unter dem Boss? Was ein weißer Balken über dem Boss wegen? Wenn du den die HP. Wenn du den, also wenn der gerade oben ist. Ja, dann hat der kann dir das sagen. Achso. Wenn du Schaden an dem zufügst, da. Wenn du auf dem Boss selber Schaden machst, dann steht in ganz kleinen Zahlen da plus 9 oder plus 20 Taumeln. Und irgendwann, wenn der Balken voll ist, dann fängt er an zu taumeln und ist sozusagen jetzt dann so für ein paar Sekunden. Also du bringst den irgendwann zum Taumeln. Tot, oder? Ja, ich denke. Er hat erwähnte geringe Übel neben Andariel. Könnte dieses... Gut, dann, ich port wieder raus. ...eines gewesen sein? Okay. Die Horadrim... Ist das noch lang bis Lilith dann, wenn ich Duriel gerade getötet habe? Ist noch ein kleines Stückchen. Na, war schon 6 mal. Ja, also, bis, also wenn du weiter spielst, dann schaffst du heute auf jeden Fall fertig. Hast du jetzt eigentlich auch noch einen Loot gekriegt, was normales, also was Gutes, oder? War irgendwas Gelbes, eine Hose, aber die habe ich nicht gesammelt. Gelb ist für mich Abfall. Nee, die braucht schon gelb, aber jetzt nicht so. Ihr wollt wirklich wieder ohne mich gehen. Nach dem, was passiert ist. Ach, da seid ihr ja. Seid ihr bereit, ein paar Hände zu schütteln? Die Tore der Hölle. Stelle. Ach, keine Sorge. Sollte ich tödlich verwundet werden, bleibe ich lange genug am Leben, um euch meine Armbrust zu vermachen.
Geil. Den Stab, den ich gekriegt habe, ist, dass Blizzard regelmäßig Eisstacheln erzeugt, die noch mehr Schaden machen. Und zwar einen furchtbar cleveren. Ich habe in verschiedenen Ecken von Hinterpfuhl Geschäfte ausgemacht. Laut genug, um gehört zu werden. Aber, und hier wird es spannend, alle an unterschiedlichen Orten. Wir müssen einfach nur an diesen Orten warten. Sobald wir in einen Hinterhalt geraten, wissen wir, wer der Spitzel ist. Der erste Ort ist gleich da vorne. Aber ich setze 20 Gold darauf, dass sie uns am zweiten auflauern. Guten Abend. Hallo. Hallo. Wo geht's hier zum Dungeon Grind? Wie geht's so auf Grindr, die Dating-App für Homosexuelle? Ah, oh, okay. Ja, ich hab wieder ein paar Dungeons. Ja. Aber log dich erstmal ein und. Ja, du musst ja eh noch hinlaufen, oder? Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ja, gleich. Na, erstmal kurz finde ich. Also, wichtig ist, dass Lumion sich einfach hinporten kann. Und der möchte dann schrägstrich Folgen machen, nur wenn es geht. Ja, geht das eigentlich? Ich glaube nicht. Ja, mein Inventar ist leer. Ich bin in irgendeiner Stadt. Also ich bin gängig. Guck noch nicht. Dieser Hügel ist meine beste. Aber du bist ja noch nicht im Stream. Die Verwesung dringt hier. Gott! Und so, dass das du weißt das du doch gar nicht. Vibration. Ein aktuell scheint ja keiner mehr im Stream zu sein. Oh, no. Eine Schande, dass ich es für immer zum Schweigen bringen muss. Ich werde das Heilmittel eben für den Algorithmus. Das wird den Sumpf aufnehmen. Genau. No. Ihr müsst alles abwehren, was dadurch geweckt wird. Her, yeah, meine Blizzard-Starre. Oh, das ist 45 plus, das kann ich eigentlich noch gar nicht machen, glaube ich. Warum denn nicht? Soll ich jetzt mal leveln? 41. Aha. Meinst du jetzt 45 plus die, der letzte ja. Teil der Story-Quest? Ja. Also ich habe da tatsächlich auf 45 gewartet, weil du dann halt ein Upgrade zu deinem Heiltrank kriegst. Macht's dann noch ein bisschen entspannter. Ja, vielleicht soll ich auch einfach jetzt mal gucken, ein bisschen rein. Der Sumpf beruhigt sich wieder! Es ist fast erledigt! Mach nur noch die Quest hier, dann mache ich leer und dann. Okay. Ich hab gestern so ein cooles YouTube-Video gefunden, da war drin, wie man halt so ein Eis-Dings da Magier baut, der mit diesen Eislanzen da schießt und wo man in welchem Open-World-Bereich man bei welchem Boss da eine geile Waffe für kriegt und dass man die sich immer wieder neu holen kann, weil die ja mitskaliert. Ich finde dieses Video nicht mehr. Ich finde es auch nicht mehr in meiner Chronik, als ob das irgendwie gelöscht worden ist. Ich weiß es besser. Sie denkt und fühlt vielleicht nicht wie wir. Vielleicht wollten die alle ihre Tipps dann doch lieber für sich behalten. Anscheinend, ja. Ist dieser Ort karg. Nicht für die Klicks. So wollte es der Baum. Da achtet nicht auf meine Sorgen. Ja, wegen zu vielen Klicks auch reingenommen. Und niemand soll sagen, Zerg würde seine Schuld nicht begleichen. Das ist für euch. Mögt ihr immer. Ah, wir schaden ihm optimal. Sag mal, gut. Aus! So, mal eben leer machen und dann. Dann wird spannend.
Die Schmiede ist bereit, wenn ihr sie braucht. Ich kann das zerteilen. Da haben wir es. Sind die Mobs bei Helltide eigentlich stärker? Kommt wieder, wenn ihr die Schmiede braucht. Ich glaube ja. Ja, ich glaube, es ist ja normalerweise 53 bei. Und doch 2 Level höher, oder? Ja, es ist 55 sind sie ja. Also mir hauen die hier übelst auf den Deckel. Ach, bist du da auch? Also bei Helltide? Ja, aber auf Ball 4 halt, ne? Ja, nee, da kann ich nicht mit dienen. So, müssen wir hin. Hier haben wir einen Dungeon. Alter Vater. Hier, wenn du schon auf dem Weg bist, dann geh ich schon mal in eine Großstadt. Ja, ich bin gleich da. T muss drücken. Kannst du mich noch einladen? Geht weg! Ich muss dir erstmal kurz anbabbeln. Die Stich brauche bitte. So, jetzt, ja, klar. Das Party Voice Chat now available. Irgendwas ist hier. Okay, nee, wir alles wollen gut. Nicht sprechen. Ja, das Spiel hat sich ein bisschen aufgehängt. Ich habe das Gefühl, es läuft gerade irgendwie nicht so richtig stabil. Aber gut, egal. Also ich bin da. Ja, ab in die Höhle. Und die Höhlen des Bösen. Ja, egal. Wird trotzdem alles getötet. Ja, müssen wir ja auch. Keine Ahnung, was wir sammeln. Ich brauch Spinnengift. Lay the infested villagers. Ach, schon wieder Spinnen. Oh nein. Ich hasse Spinnen. Mir fehlt die nötige Essenz. Oh, hier ist ein Channeling. Ja, Channeling ist doch gut. Ja, kann ich meine Core-Fähigkeit spammen. Ich glaube, auf den vermachten Items gibt es schon plus 3 zum Hauptspiel. Den Handschuh. Ja, genau, das hat man, glaube ich, gestern schon mal gehabt, gell?
wusste vorher gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Hier irgendwie... Der irgendwas ist komplett umgestellt. Ich sehe gerade nicht mehr... Ich sehe gerade die Items nicht mehr. Ja, dann musst du mal auf Alt drücken oder so. Ah, irgendwas... Ja, okay. Jetzt gewesen sein. Krise. Okay, ich bin gleich wieder da. So. Irgend so ein Unique und ich sehe das nicht. Also ich glaube, es war ein Unique. Ich brauche mehr Essenz. Oh ja, das. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Alter, so ein Fokus, der aussieht wie ein Bodensack. Wir müssen hier noch alles einsammeln, weil wir jetzt nicht in die gleiche Richtung gelaufen sind. Ja, ja. Aber da haben wir wenigstens ein bisschen mehr mitgenommen. Ja, ich weiß nicht. Wobei, gut, es kommt halt drauf an, wie man halt optimiert, ja. Nee, hier ist eine Sackgasse. Nee, ja. Sicher? Also ich würde schon sagen, oder? Stimmt, also, hier jetzt nicht weiter. Hast du mir jetzt nicht geglaubt? Na, wer Level 52 ist, dem kann man halt nicht glauben. Okay. Guck mal, jetzt rennt er weg deswegen, ja. Ja, einfach, ich will, dass die Spinnen hier sterben. Ja, dass das wieder ein Spinnen-Dungeon ist, finde ich auch nicht so lecker. Guck mal, es gibt da nicht wieder so eine Riesenspinne am Ende. Natürlich. Immer. Was ist denn los? Kommen hier diese ganzen Mobs auf einmal her. Die habe ich nicht bestellt. Au, bye bye. Ja, aber will man nicht eigentlich immer möglichst viele Mobs haben? Ja, aber wenn die dich töten, dann nicht. Ach so. Also viele, aber nicht, wenn sie Schaden machen. Viele, die sehr einfach zu besiegen sind. Das ist auch die sogenannte Herber-Taktik. Ja. Okay. Ich habe keine Essenz mehr. Alle bekommen. Oh, irgendwo haben wir noch eine Ecke vergessen. Naja, hier vielleicht. Naja, das sieht eigentlich zu klein aus. Mir fehlt die nötige Essenz. Achso, da oben. Da oben ist noch. Ah.
Nach der Runde muss ich gar mal kurz AFK, ich muss mal auf Klo. Was? Ich muss danach mal auf Klo nach der Instanz. Okay. Ich dachte, ich gehöre die Ablo-Spieler in Ammo. Ja, das geht ja gut los mit dir irgendwo. Ja, ich weiß. Keine 5 Minuten am Spiel und schon auf Toilette. Ja. Dachtet aber auch. Die nötige Essenz. Habt ihr mich auch dafür einen Grad der Behinderung gekriegt? Deswegen darf ich das. Jetzt kommen wir doch bestimmt hier durch. Oder auch nicht. Hier unten erstmal noch, oder? Echt? Also ich laufe mal direkt zum Boss. Das da ist so nichts. Da ist doch leer. Jetzt. Ah. Ja, weg mit dem Vieh. Macht ihr irgendwas? Ja, Gift. Ich weiß nicht, ob es deine Skelette halt sind, aber irgendwie fühlen sich die Bosse komplett trivial an, wenn wir das so zu zweit machen. Hey! Das ist eine gute Leistung von uns, daran liegt das. Also am Spieler selber kann es auf jeden Fall nicht liegen. Auf jeden Fall. Da bin ich mir sehr sicher. Diesen Spieler kenne ich schon sehr, sehr viele Jahre. Ja. Nein, aber nur so kann ich wieder nach Hause. Oh. Natürlich, Tod. Euer Blut ist entflammt. Schließt eure Augen. Fragen. Ich habe einen Unique Dagger gefunden, der genau zu meinem Bild passt. Ihr seid auserwählt, eine Hexe. Ja, nice, als hat sie richtig rentiert. So, gut, dann ich hol. Ich steppe gleich. Ja. Wo sind die? Wir nehmen den Schlaf schon wieder 20%. Ich sollte das zurückbringen. So, gut, dann bin ich mal eben kurz AFK, ich muss dann eh Taschen lernen.
Wenn ich jetzt hier einen geilen Dings hab, ne? Also ich habe jetzt hier in so einem Legendary Blizzard, das regelmäßig Eisstacheln da unten rauskommt beim Blizzard. Mhm. Und ich würde den gerne benutzen. Ja. Dann kann ich den ja rausziehen und kann den dann in eine gelbe Waffe packen, oder? Genau. Aber die Waffe, die du jetzt hast, die stirbt dann sozusagen, ne? Genau, weil da habe ich jetzt hier... Wenn du das einmal reingemacht hast, kannst du es auch nicht wieder rausholen. Ach so. Das heißt, es ist dann verloren. Ja. Ich kann das nur einmal machen in eine Waffe. Also ich kann es nicht wieder rausziehen und die nächste Waffe dann packen. Das ist korrekt. Thank you.
So. Lukas, wird bei dir im Hintergrund noch gearbeitet? Ach so. Ja, mein Freund. Wer dir arbeitet? Das ist Lukas sein Harem. Ja. Ich arbeite in Lukas Person. Harem, das stimmt ja. Eine Person in ihren Köpfen. Ey, das Kind der Legendary gedroppt. Auch irgendwo arm, ne? Oh Gott, Soul. Found during the Helltide. Genau, da musst du eine Höllenflut und musst du da so Bosse besiegen, dann kriegst du diese vergessenen Seelen. Aber es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Brauch drei Stück davon. Ich kann das zerteilen. Oh. So, wo ist denn hier die Bank? Da. Ja. Die Bank. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon ein Upgrade gekriegt, aber ich weiß nicht, wie krass das ist. Müssen wir gucken. So, hier ist der nächste Dungeon. Ich glaube schon mal hin. Ja, nice. So, Z. Nicht solange ich in der Stadt bin. Wie ist das? Man kann bei den Items halt noch so Sockel dran bauen, oder wie? Genau, beim Juwelier. Ich glaube, das war auch relativ teuer. Zu welchem Dungeon willst du? Der nennt sich Maugans Werk. Okay. Ja, war ich auch schon. Da warst du auch schon. Darfst du da überhaupt rein, Mirko? Der ist erst ab 18. Dieser Dungeon. Ja, vor allem sagt er immer, da war ich auch schon, da war ich auch schon. Ich habe immer das Gefühl, er hat das ganze Spiel schon durchgespielt. Ja. Hast du auch, ne? War zumindest überall mal gewesen, ja. Oder irgendwie bei den Regionen, wo du jetzt halt warst. Oder bist. Also ich verstehe gerade nicht, warum das Portal nicht funktioniert. Du musst in der Stadt, in der Hauptstadt. Ist Zabinet die Hauptstadt? Weiß ich nicht. Ja, glaube ich ja, ne? Also ich stehe vor deinem Portal, aber wenn ich jetzt hier auf dich drauf drücke, dann passiert so, nichts. Also ich bin jetzt da. Muss nur den Eingang finden. Ja, warum geht es jetzt nicht? Nicht dumm. Oh, 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 oh. Ganz, diese ganz Frage. Schwierig. Diese Frage. Hey, Lunio hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Wo muss ich denn die annehmen? Hier. Hey. Ich will hier kurz. Wie kann ich eigentlich aus der Gruppe raus? Ja, hier, okay. Da kannst du mich nochmal einladen. Ja, relog doch nochmal. Dann lade ich mich nochmal ein. Das ist schön, dein erster Freund. Mein erster und letzter. Na, ich kann dich noch nicht einladen, du bist immer noch in meiner Gruppe. Hä? Irgendwas ist heute Abend nicht gut. Moment. Ich hab meine Gruppe verlassen gemacht. Du hast Gruppe verlassen gemacht, hä? Ja. Aber ich hab die Gruppe das schon längst verlassen. Ich mach Gruppe verlassen und mach Spiel verlassen und dann log ich nochmal ein, dann lade ich dich jetzt gleich ein. Ja, aber ja, okay, nee, ich bin mir schon. Vielleicht ist ja bei mir auch irgendwas buggy, weil ich Luki geholfen habe. Ja, ist ein Fehler aufgetreten. Bei dir? Ja. Your Fehler. Request has timed out. Code 300.008. Ich hab 316.719. Wer ist denn auf die Idee gekommen, auszuloggen? Okay, aber ich bin wieder drin. Du nicht, oder wie?
Nee, ich muss nochmal das Spiel verlassen. Luki hat das Spiel kaputt gemacht. Das läuft ja richtig gut. Ich mach hier gar nichts. Sehe ich schon, ja, gleich wieder alle zurückgesetzt. Ja, es gab ja anscheinend irgendwelche Leute, die hatten so einen Bug und das ist der komplette Account ist kaputt gegangen, ja. Die konnten sich dann überhaupt nicht mehr einloggen. Ja. Aber das haben sie angeblich gefixt. Betonung liegt auf angeblich. Jetzt wieder drin? Ich bin in Warteschlange. Unter eine Minute verbleibend. Du siehst das doch! Was sehe ich? Na, was ich drin hänge. Hier kam so eine Meldung, dass du jetzt online bist. Im Stream. Im Stream? Ach, Stream? Ja. Also ich habe auf dem ersten Monitor das Spiel und auf dem zweiten Monitor den Guide. Also soll ich jetzt hier noch einen dritten Monitor anschließen oder was? Ja. Oh, 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 nur zwei Monitore. Oh, oh. Ach, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier nicht noch einen dritten Monitor auf dem Schreibtisch stehen hätte, ja? Ja, dann ist da ganz klar. Er steckt in meinem Arbeitslaptop. Er steckt, ja. Arbeiten. Aber meine Frau hier sieht auch nicht so aus wie ein Totenbeschwörer. Sieht wirklich eher aus wie so ein Kreuzritter, Dirk, was du gesagt hast. Ja, ne? Ja, aber dann musst du mal in die Garderobe gehen. Und Garderobe, Garderobe. Ihr könnt euch einen ganzen Style kaufen. Macht mich reich. Ja? Ich kaufe hier nichts. Ich ändere hier nichts. Ich glaube, das geht auch ohne Geld. Ja, ich also. Weiß. Ja, obwohl wir nicht davon mal abgesehen, du hast eh schon 20 Euro mehr investiert als ich. Er kann mich nicht mehr dran erinnern, ich hab's verdrängt. Oh, ich jetzt fliege ich aus dem Event raus, weil ich jetzt hier. Oh nein. Hatten bei Standhalten oder was? Ich war hier in einem Event. Ja, jetzt egal. Wurscht. Dungeon. Genau, betretet Morgan. Oh, Morgan. Ich merke, ob ihr Haare ist wieder sehr aktiv. Welcher? Ah, sorry. Lukis Haare? Ja. Heißt es einfach Haare. Lukis wollen nur ein Haare. Ich soll Johannes Rüstung finden. Ja. Dirk, wo ist eigentlich Curry? Genau. No. Nee, der könnte ruhig mal zur Rüstung. Mit dem müssen wir auch Folge wieder zusammen machen. Müssen wir die Rares zusammen suchen. Ja, allerdings. Alter, was wir mit dem zusammen jetzt fahren? Für ein Curry. Venom Curry? Dachte ich doch was aus. Boah, der hat doch auch Klassik damals gespielt, oder? Genau, ja. Ey, weil ich gegen den StarCraft 2 gespielt habe. Und ich glaube, ich habe von ungefähr 700 Matches nur eins gewonnen. Warst aber echt, Eisern. Echt gut, nicht so. Ja, Eisern meinte stimmt. Ja, ich hab's immer versucht. Besonders beschämend war dann, dass er mich dann nicht mal mit seiner Main-Rasse da oben mit den anderen Klassen mal gespielt hat. Oder die eigentlich nicht so viel gespielt hat. Ja, der war aber auch gut. Ja, war wirklich gut. Danke, ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Diese Ketzer haben Gefangene genommen. Wir müssen ihnen helfen. Keiner.
kein unschuldiges Blut wird sich mehr über diesen Boden ergießen. Interessant. Interessant. Holst du denn dafür einen Schrein der Gier? Ich habe keine Essenz mehr. Ich will halt mehr Geld verdienen. Ja, genau, und weil das Geld gesagt bringt, der Gierschein. Der ist auch echt irgendwie so für einen Arsch. Mir fehlt die nötige Essenz. Was macht ihr da gerade? Fangen, kein befreien. Geld verdienen. Ich habe kaum noch Essenz. Ja, teilweise sind die Gefangenen ja gar keine Gefangenen mehr, sondern einfach Skelette, ja, aber man muss sie trotzdem befreien. Noch eine arme Seele. Krieger des Lichts, Beschützer des Volkes. Diese Festung ist. Was, der fahrende Ritter? Oh, ich bin Level up, Kinder. Jetzt Head. Nein. Grats. Und 56 ist noch drin worden? Auf keinen Fall. Hallo. Das ist doch schon 22 Uhr wieder. Also nach Stunde muss man wohl Level schaffen. Nee. Oh, was haben wir hier? Ah, Kanalisierung. Ja, aber keine Mobs. Das ist richtig. Feature entwickelt werden, wo man die Hintergrundgeräusche eines Spielers aufschreiben könnte. Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig. Also ist oh, bin ich geblieben? Problem am Headset oder was? Oder? Sorry. Ja, ich weiß ja, das ist wahrscheinlich, wenn ich leise bin, dann holt das irgendwann, versteckt das im Hintergrund, oder es probiert Sprache kurz holen oder so. Also die Lautstärke von dir und von deiner Freundin ist gleich gemeint. Ja, das pusht halt hoch irgendwann. Aber das müsste halt noch lauter sein, damit man halt noch ein bisschen besser versteht, halt, gell, was da so gesagt wird. Ja, so spannend ist das, glaube ich, nicht. Ihr seid eine Heilige. Ich habe kaum noch Essenz. So, die Höllenflut ist besiegt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich jetzt die Rüstung schon nee. Würde. Vielleicht da hinten drin. Hier bin ich. Und da hat man noch eine Blinker dafür. Banditen noch eine halbwegs schlagkräftige Einheit machen. Zumindest schlagkräftig genug, um mir die Flucht zu ermöglichen, wenn die Kirche uns findet. Ich glaube, die Rüstung war nett beim Endboss. Verschlossen. Ja. Na, du hast doch den Schlüssel. Oh. Ja, ich hab doch auch den Schlüssel. Ja, dann mach doch mal auf. Oh. Du kriegst jetzt schon wieder die Experten bei der Arbeit. Hier, da ist er doch. Da ist doch die Rüstung. Okay. Aber ja, die Ische nimmt sich jetzt einfach die Rüstung und jetzt, weil sie die Rüstung anhat, meint sie, die heißt jetzt hier irgendwie Johanna oder so. Ja, stimmt, Johanna. Ich hatte Angst, wir würden sie nicht finden. Doch das Licht vor euch, ich hoffe euch. Man nennt es auch Monster-Reanimation. Jetzt Johanna sieht eigentlich nicht aus wie ein Monster, aber gut. Ich
habe keine Essenz mehr. Jemine. Ey, wo hast denn du mich hingeführt hier? Ich weiß auch nicht, das ist hier dauerst dann. Wäre bestimmt lauter Fallen oder so jetzt hier ganz am Anfang gewesen. Die hatten so viel Zeit und dann haben sie die Fallen müssen. Und man kann es doch übertreiben, ne, mit Fallen jetzt am Anfang. Ja. Gut. Okay, ich habe nochmal einen ausgelöst. Das war die prächtige Truhe? War aber nicht so was, prächtig. Das war ja nicht die Truhe mit dem Schlüssel dran. Wir sind hier in der Ecke, hast du das gemacht? Hier sind doch noch Mobs. War Elite auch noch. So einfach, wie du in den Rote drin gerannt bist. Ja, ich hab's mir dann doch noch anders überlegt. Ich habe mich erst kurz gewundert, warum du mir entgegengekommen bist. Mir fehlt die nötige Essenz. Na, ich glaube, der Dirk, der wird als erster Level 100 von uns sein. Ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt noch 100 mache, bevor die nächste Season dann losgeht. Weil das ist ja jetzt, ich meine, wozu grindig mir das noch zusammen, weißt du? Also die nächste Season ist ja für Mitte Juli geplant. Das wäre in einem Monat, aber so schnell kriegst du 100 wahrscheinlich nicht, oder? Mit der aktuellen Geschwindigkeit. Ich kann schon ganz schön viel machen, ja. Ich sag mal so, wenn ich an einem Abend hier ein Level ungefähr schaffe, dann ist das schon ziemlich gut und du wirst ja immer schwerer von mir. Ich kann mir vorstellen, dass es ab 90 oder so dann halt richtig langsam wird. Am Mitte, Ende Juli würde mir gut passen, aber ich bin so lang. Ich nicht. Nein, aber ich auch, dass die Kita zu ist, ne? Also, und weil Schulferien sind ja auch dann. Also richtig frei habe ich auch nicht immer. Nur zu halten. Aber mehr frei als normal arbeiten. Ja. Die Kita zu ist, habe ich gefühlt weniger frei, als wenn ich arbeite. Ja. Ja, da ist was dran. Bin ich bei dir. Aber ja, so zum Glück war eh ein Jahr und da kommt der 10 auch von der Schule. Und dann, so also ab dem Alter sind sie dann auch immer schon alle ein bisschen selbstständig, die 10 Jahre. Geht dann wieder. Ja, nee, das darf bei mir noch nicht. Ja, Dirk, das heißt aber für dich, dass du auch noch ganz viele Jahre immer in den Sommerferien oder in den Herbstferien buchen musst. Ja, aber du, ich sag mal so, Jasmin ist ja immer zu Hause in den Ferien. Und mit ihr klappt das ja auch. Und wenn sie dann beide zu Hause sind in den Ferien, dann beschäftigen sie sich ja auch den ganzen Tag miteinander erst. Geht dann schon. Also zumindest meine Hoffnung. Und wenn nicht, dann muss ich halt von meiner Terrassentür auf die Terrasse springen. Ja, nee, voller Minuten. Ich muss noch wieder kommen. Ich hab das Gefühl, immer wenn wir bei den Endbossen sind, die sind ganz leicht. Brauche mich ja nicht zu wiederholen, oder? Guck mal, der Oberkommandant lebt schon wieder. Kommandant Guse. Ja. Wartet jetzt alles? Da ist ja nicht der Drop. Nee, hier, da war noch ein Dude, hat noch gefehlt. Nee, hier ist nichts gedroppt. Null. Ja, Heiltränke oder was? Ja. Genau.
Super! Okay. Ja, ja, echt? Oder was? Nicht! Heiltränke, gar ja. Nichts. Null. Ich dropp mal raus. Was, damit ihr gucken kann, ob wirklich noch was droppt. Ja. Nee, ist nicht gedroppt. Schade eigentlich. Es ging so schnell, die haben nicht mal den Loot generiert. Ja, das kann natürlich sein. Was ein Desaster. Das ist ein richtiges Desaster gewesen. Ja, mach das Ganze doch nur wegen dem Loot. Richtig. So, Waffen. Ach ne, ich will nicht verkaufen, ich will dissen. Erstmal gucken, gibt's was Neues? Ja, was Tolles? Da haben wir's. Das kann man noch verwenden. Oh, hier kann ich mal gucken. Ui. Mhm. Na, ich glaube, die kann man nehmen, die Hände. Ich mucke mal eben die Hände um. Wie ist das mit den Sockeln? Also es gibt ja Items, die haben 3 Explicits und welche, die haben 4 Explicits. Kann man, also hängt das, also bei den Sockeln kann man da auch bei 4 noch einen dazu machen oder ist das ein Problem da? Nee, kannst du hoch. Sockel kannst du immer hoch machen, ob die Items die Sockel grundsätzlich haben können. Du solltest natürlich mal versuchen, Items mit 4 Stats zu haben. Mit 3 kannst du eigentlich gleich wegschmeißen. Sagt's mir nicht. Ich werde es mir selbst ansehen, wenn ich genug Geld habe. Sicher ist es überall. Oder halt bei jedem. Dann kannst du seine Bank voll mühlen. Er darf die auch nicht verkaufen. Krass, aber es hat ja fast alles eigentlich 3 Stats, also 4, also 4 Explicits kommt ja gar nicht so häufig vor, oder? Boah. So, ich hab kein Gold mehr, ich muss... Okay, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, muss nochmal gucken. Das heißt, du hast kein Gold. Du musst dann die nächsten Runden muss ich da mal verkaufen, also nicht dessen. Ich hab jetzt beim Händler hier, also hier beim Okkultisten ummuckeln wollen, aber. Das ich hat hab 3,7 so. Millionen. Ja, 3,7 Millionen sind halt auch schnell weg, ne? Wenn du da irgendwie 5 mal rollst für ein Item irgendwie, das ist so teuer. Ja, ich habe noch nicht. Das Rollen habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber ja, ich bin mir noch nicht so 100% sicher, wann ich halt wirklich mal intensiv in die Items halt investieren sollte. Weil im Moment ja noch viel, sagen wir mal, bessere Sachen halt kommen können. Ich glaube, ich habe kein Dungeon mehr. Ja, ist ja kein Problem. Aber was können wir noch machen? Ich könnte aber so einen Albtraum-Dungeon zusammen machen. Nee, so einen Scheiterhaufen können wir mal hier zusammen machen. Hier in Würizes.
Das ist ein Scheiterhaufen. Die roten. Markier es mal auf der Karte. Was ist das da? Doch. Nicht so lange ich in der Stadt. Stronghold und kein Scheiterhaufen. Na, bei mir ist das noch ein Scheiterhaufen. Hä? Na, ist doch Stronghold, nee, oder? Keine Ahnung, was das bei dir ist. Ich reite jetzt da gerade hin. Wie so ein Deck. Ich lauf dir hinterher. Ob das eine gute Entscheidung ist? Klar, immer. Eine Artilleriestein. Ja, die Strongholds sind eigentlich schon wichtig für auch noch Quests und so und. Kann ich auch jedes Mal noch einen Skillpunkt? Du kriegst halt 100 Ruf. Ja, siehst du, dann genau. Das wollen wir da jetzt machen. Schon Stützpunkt, ja. Ja, ja, das, also die sollte man auf jeden Fall mitnehmen, weil damit natürlich am einfachsten da die ersten Ruf kriegen. Mir fehlt die nötige Essenz. Eine Verjährung oder auch? Wir verteilen mal nochmal ganz kurz einen Paragon-Punkt. Oh, okay, ja, da müssen wir erstmal kurz warten. Du kannst schon weitermachen. Nochmal ein paar Leichen produziert. Ja, Leichen sind immer gut. Nee, wir müssen auch nicht. Bei mir war es keiner, ne? Was? GZ? Also, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es auch schon gemacht. Und ich kann das gerade nur deswegen mitmachen, weil wir an deiner Welt sind. Das muss einen Zweck. Aber gut, egal. Na, ist doch gut. Weiteren ausschalten. Ja. Ja. Also wir müssen halt die Augen halt finden, hier, da ist so ein Auge. Na, siehst du, eins fehlt noch. Ja, ist hier rechts irgendwo. Hier? Hier wird schon, oder? Nee, hier ist nur eine Truhe. Na, hier ist doch auch ein Boss, Nagini. Der Ton? Ja. Ich sehe es nicht. Ja, ja, ist weg. Nur Auserwählte dürfen das heilen. Da müssen wir dann zu Weg hier. Hast du auch gefunden? Da ist ein Auge auf jeden Fall. Ja. Ja, drück da mal drauf. Ich bekämpfe doch den hier erstmal. Ich hab da noch so ein paar Tunes gefunden. So, jetzt sollen wir den Schlangenschrein öffnen oder was? Ja, rein. Ja, wo rein denn? Hier. Hier rechts. Aber wobei. Nee, genau, wir müssen erstmal hier kämpfen. Achso, überlebt den Ansturm oder was? Ja. Hier sind ja ein paar Leute versteinert gewesen und die wollen jetzt leben lieber da, ja. Die
wollen jetzt von deinen Skeletten verprügelt werden. Ich denke, du bist der, der Schaden macht. Ja, hier 10.000, 15.000. Na, mal hin. 8.000. Wie viel Angriffskraft habt ihr mit eurer Charaktere jetzt? Wo sehe ich das? 1900. Was da? Und dann links da. 1914, ja. Stand gerade da. Okay. Angriffskraft 1290. Ist das Kacke? Das ist doch die freundliche Formulierung dafür. Nee, keine Ahnung, ich glaube, das ist eigentlich noch normal. Ich muss halt einfach mal zwei, drei gute Sachen finden. Und vor allem Waffen sind ja immer extrem. Ich habe eine gute Waffe gefunden. Und wichtig ist halt, dass du die Waffen auch dann umrüsten. Also wenn du sagst, du hast eine gute Waffe, dann noch umrollen. Und dann halt diese fünf Punkte da investieren. Also das Hochrüsten beim Schmied. Da kriegst du nochmal ordentlich. 5 kriegst du ja nur bei Uniques, oder? Na, no, also, ja, aber die Legendaries gehen doch nur bis 4, oder? Nee, ich meine 5 Stufen hochmogeln, nicht 5 Stats. Ja, ich meine auch Stufen. Also bei Gelben normalerweise, glaube ich, gibt es auch nicht auf 5. Muss dann Unique sein. 3, gell? Ja, 3 oder 4. Also ich weiß nicht, ob das. Hier oder was ist jetzt hier? Kommt jetzt hier mehr? Was ist das dort? Oh, genau. Oh, hier ist ein Ring gedroppt. Für mich nicht. Jetzt muss ich den Schrein des Wanderers aktivieren. Ja. Die weißen Wanderer. Ja. Ja, hier sind wieder neue Quests. Mehr Quests. Hat einer ihn, dass das uns zum Dungeon führt. Ja, ich habe das schon alles gemacht, ja. Dieses Lager Ecke zu verteidigen, ja, ich will sie. Hier, ich hab hier was zum Dungeon. Schattenfall, zurückgelassen. Du hast den schon, aber können den trotzdem machen. Dann kommen wir wieder in den Dungeon. Welchen Dungeon? Schattenfall. Der hier direkt in die Ecke ist, oder? Genau. Da muss ich nicht mal hinlaufen. Also, als Erster, damit du porten kannst. Da bist du so ja mal schneller da. Ja, gut, aber ich meine, ob du jetzt hinläufst. Und ich port dann, oder du läufst hin und wir laufen zusammen. Das macht jetzt für dich eigentlich keinen Unterschied. Ich trinke erstmal einen Schluck auf den Schock. Genau, mach du erstmal, ich esse erstmal auf kurz ab. Hier ist eigentlich gar kein Mob, also irgendwie ist er leer. Oh. Wie ist leer? Ja, ich habe doch ein paar Mobs gefunden. Hm.
Robert erzählt, dass ich gestern einen 24 Albtraum-Dungeon gemacht habe. Ja, das war nicht, was du da am Ende dann noch gemacht hattest? Genau, ja, was mich noch bis 0.30 Uhr gefesselt, ne? Genau. Warst also auch noch da, ja? Willst du da nicht mehr, ich war schon so benebelt irgendwie. Ich war auch noch da. Ist gelohnt. Ja, XP-technisch war das natürlich gut, Item-technisch war das. Weiß nicht besser als irgendein anderer Vogel dann. Bei mir jetzt schon wieder nicht. Warum denn nicht? Leck. Rubber Leck. Den Bending. Ach, die Events hier in den Instanzen sind auch mitunter echt cool. Also da steht dann da, schlachtet genügend Gegner. Da kann man sich ja vorstellen, wie viele Gegner dann hier sind. Also solange man die noch besiegt. Oh. Ich habe kaum noch Essenz. Jetzt kommt der alte Mann nach euch. Und vor allem immer kurz vor, ne? Kurz vor Ende. Ja, und dann sagt er auch immer noch Moin, weil er nämlich frei hat und für ihn die Tageszeit sich völlig verschoben hat. Nein, hat sich nicht verschoben. Doch. Ich stehe ganz normal morgens auf. Du stehst ja nicht auf. Du bist immer schon munter. Ich stehe auf und gehe früh schlafen. Früh? Ui, um 3 Uhr morgens. Ja. Ich habe ja ein Event gestartet. Gehen wir mal einen Kaffee holen, schnell wieder da. Ja, Kaffee ja. Holen, hört er nicht. Doch, er will dich halt einholen im Level. Naja, das ist gut. Man muss ja so reden. Zumindest noch versuchen, solange er kann. Wo versuchen kann er. Gerade so geschafft, ne? Ne, ich habe jetzt gar nicht drauf. Sechs Wellen hatten wir. Ja, aber die Kiste ist doch immer noch nicht da. Das ist nur ein Schrein. Achso, ja, na, hier sind doch noch Mobs. Ja, aber es gibt doch trotzdem eine Kiste. Ja. Jetzt. Und, was gibt's denn mir? Also. Ja, also. Geht's Artillerieschrein. Mann, das jetzt. Oh, das ist der Beste. Oh, oh, wir brauchen Mobs. Wo sind die Mobs? Hier ist einer. Noch ein Schrein. Nicht anklicken. Verhalten. Hast du angeklickt? Ja. Ach Gott, cool. Junge. War denn das für ein Kampf? Da habe ich gerade gegen dieses Vieh aus der Beta gespielt. Den World Boss. Nicht da. Nichts. Oh, ist das Ding? Oh, der Schlechter war mal übel, ne? Da sind sie mit euch. Ich bin World Boss da, weißt du, das Event, das ist der Beta noch da. So. Ich bin jetzt. Ach, hier ist mein Questgeber. Martin. So. Turm der Qual. Versuch den Turm der Qual. Oh, ich hab Paragon-Punkte jetzt hier. Rats. Ja,
mir das Leben gerettet. Jener ist noch. Irgendwo. Ich hab auch Paralgon-Punkt gekriegt. Hast du auch ihn gekriegt? Grad. Gibt's da immer 4 Stück pro Level oder wie? Mhm. Ja. Genau. So, ich glaube, ich krieg jetzt auch gleich oder bald mein Slot. Ja. Noch ein Punkt, dann hab ich. Und hopp, nein. Oh, ein legendärer Dolch. Hä? Okay. Seid gesegnet. A door has been unsealed. Ja, aber wo? Na, oben. Oben links. Hm, genau. Ja, dein Charakter läuft ja irgendwie nicht so schnell. Oh Mist, jetzt bin ich hier rein. Kommst du hier noch rein? Okay. Nee, du musst jetzt alles alleine machen und ich kann mich durchquetschen lassen. Und da waren schon viele, ne? Ja. Ich bin schon wieder jetzt dran. Ich hoffe mal, dass deine Jungs ein bisschen performen. Ich hoffe erstmal, dass ich nicht sterbe. Ich bin auch. Trotzdem. War aber übel, ne? Echt? Fand ich irgendwie ein bisschen. Aber ich wurde ganz schön oft gestunt. Ja, ich auch. Ich hab ganz schön viele Heildinger genutzt. Ich war zwar gestunt, aber ich hatte nicht so viel Akku wie du, glaube ich. Ja, danke. Ja, wenn ich's vereint, war es entspannt. Ne, ich will jetzt am wenigsten Ena muss durchkommen. Klar. Beim Zweifel ist eigentlich schon besser du, weil ich kann dich nicht aufheben. Oder? Kann ich dich aufheben? Natürlich kannst du mich aufheben. Ich kann dich tatsächlich. Okay. Ich lieg aber noch nicht tot rum. Oh, der hat hier hingekotzt. Ja, stell dich schön da rein. Da grad's, Dirk. Ich glaub dir doch so und so, keiner, Brini. Tja. Lang und mühsam habe ich mir das erfahren. Ja. Um das zu tun. Oh nee. Bist du tot? Nee, komm, ich Ich kann dich gleich retten. Okay. Das war ein Unfall. wie die anderen Abende in den Instanzen war halt ein Unfall, ja. Heuschober-Unfall.
Aber die haben auch mehr Mokels ja schon reingeballert. Also das war jetzt nicht unwahrscheinlich, dass man da mal stirbt. Das waren viele Elite. Ja. Na, ich sag mal, für XP ist das natürlich nicht schlecht, ne? Viele Elite. Ja. Na, hast du wieder die Truhe angeklickt? Ich hab's probiert, aber das ja, geht nicht. Ja, und da kommt natürlich eher raus. Ja. Das ist die Strafe. Für Gag, für Geier. Ja, aber jetzt geht's. Ja, ja, aber der Tod ist der Elite. Ja, Elite, das war doch einfach nur so ein lächerliches Skelett. Jetzt kommt hier von hinten in Elite angerannt. Jetzer, Donnertänzer. Dem eigentlich sein Problem. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr tragen. Ich auch nicht. Das ist mir noch nie passiert. Achso, ich bin hier leer. Hä? Nee, mach weiter. Wieso, weil wir es jetzt verkaufen gehen? Leer reingegangen. Ja, ich bin auch leer reingegangen. Naja, zwei Plätze hat. Weitermachen, wegwerfen, was du nicht brauchst. Auch gar nicht. Naja, dann. Dann dein Inventar einmal leeren. Also. Ach, hier, guck mal, das war's schon. Hä? Ja, das ist ja auch mal so, dass dann. Ich finde diese Enden in den Dungeons manchmal sehr, sehr eigenartig, ne? So antiklimatisch halt, gell? Ja, also wirklich sehr, sehr... Was gibt's hier noch? Gibt's hier noch was? Hier ist nichts. Nee, das ist hier. Da unten, da waren wir doch noch nicht. Ja, gut, das sind jetzt hier drei Skelette oder so. Okay. Genau, drei Skelette. Hier sind fünf Würmer. Ja, mit Elite. Ich hoffe ja auch immer, dass mein Legendary droppt. Meine Last ist zu groß. Oh, da ist ein Spengel gedroppt. Das ist ein eher vergrößertes Inventarproblem. Meine Last ist zu groß. Ich hoffe, dass etwas für seinen heiligen kleinen Raubi sein Boden droppt. Der heißt verschimmelter Raubi. Nein, stimmt, weil der verschimmelter Raubi. So, sind wir aber durch, oder? Ja. Gut, dann kann man ja mal die Taschen leeren. Ja, ich bin ja jetzt auch übervoll. Ja. Die Edelsteine habe ich jetzt alle da gelassen, die brauche ich nicht. Ich kann es nicht fassen. Hätte ich gewusst, dass er lebt, hätte ich eine Gruppe versammelt. Ja. Ich. Hätte nie ja, aber da geht auf Stufe 4 keiner drauf, dann die Edelstufe noch mal höher. Achso, okay. Ist schon in Ordnung, mein da hast du ja noch mal Glück gehabt, wa? Ich will nur ja, weg von hier. Schon. Langsam. Ich bringe euch zum Heiler. Ich danke euch, Wanderin. Ihr seid tapferer als die meisten. Akkarat muss euch auf eurem Weg leiten. Logo, morgen muss ich ins Büro fahren. Kannst du dann tagsüber meinen Char ein bisschen spielen? Nee. Warum nicht? Ich muss arbeiten. Ich hab einen Fertigkeitenpunkt gekriegt. Was? Danke. Und einen Paragon-Punkt. Das ist ein richtiger Lauf. Nicht schlecht, ne? Muss ich mal ganz kurz gucken.
So, dann. Dann mal lernen. Ja, okay. Und bei welchem Typ kann man das jetzt mit den Attributen verändern? Bei dem Mystiker. Der so ein Talisman-Symbol hat da. Ja, und das ist dann pro Item, wird das dann... Eins hat auf dem Item, kannst du umrollen. Ja, nur her damit. In irgendeinem anderen Stat. Moment. Mystiker, der ein Talisman-Symbol hat. Also ja, Talisman-Symbol hat der Amulett-Mensch. Na, der da, wo du Aspekte machen kannst, wo du die Aspekte runternehmen kannst. Also der Okkultist. Heißt ja. Der Okkultist? Ist der Okkultist nicht der hier Dublonenverkäufer, den es da? Also da, wo du mit der Aspekte machen kannst, auf jeden Fall, das ist der richtige. Okay, und das wird halt dann immer teurer, wenn man es in einem Item mehrmals macht. Genau. Und es wird dann irgendwann wirklich richtig, richtig teuer. Ach, und Legendary kostet wahrscheinlich mehr, als wenn man Rare macht. Ja. Also es ist eigentlich am besten, man macht die Rares komplett fertig, bevor man Aspekt drauf macht. So würde ich es auch machen, ja. Ah, das ist ja wie Inspector Gadget. Ja, krass. Kai, vorhin bin ich irgendwie über so Intro-Musik für Zeichentrickserien der 90er Jahre gestolpert. Und da kam dann auch Duckwing Duck war mit dabei. Da musste ich so nicht denken. Viel Spaß im Sumpf. Ja, genau, also irgendwie Zauber-Duck und Räucher-Duck. Ich kann es reparieren. Und ja. Kühl, agil und voll auf Zack. Nicht von ungefähr. Genau. Ja, da kennt Junior bestimmt alles gar nicht. Nee, das kennen die wahrscheinlich nicht. Nee, also. Da muss man schon ein bisschen älter sein. Aber Luki kennt das noch. Ich kenne das. Ja, Luki könnte das noch kennen, ja. Ja, aber seid ihr wirklich so viel älter? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wir nicht, aber mach mal Kai. Dankeschön. Dankeschön. Wieder nett heute hier. Ja, Erimans Scheiterhaufen machen wir jetzt. Ja. Oder halt noch ein Dungeon. Nee. Scheiterhaufen die ganze Zeit. Ja, die anderen Nebenquests. Aber Kai, ich kann dich beruhigen, einer meiner Teammitglieder ist Vater und Hochgeburtstag, der ist mit 58 geworden. Ist ja noch ein bisschen älter als. Was, 18? Ja. 58. 58. Ich glaube, das alle. Ah, hier sind noch Quests. Vielleicht doch kein Scheiterhaufen. Kannst du mal markieren? Ich hab noch Quests erstmal von. Ach so. Sie sterben. Ihr müsst die neue Dienerin sein. Also, ich muss auf jeden Fall irgendwann da habe ich eine Quest. Die scheinen mir gesund genug. Frag die Aber die hast du wahrscheinlich dann noch nicht. Wir müssen diese ich hab die noch verstehen. Nicht. Wiss ich nicht. Ja, dann mache ich auch Quest. Nee, da reicht noch nichts. Ich nehme erstmal neue Quests an jetzt hier. Ah.
Ich muss dann erstmal. Ich habe die Kräuter für Daisa mitgebracht, aber sie ist bereits. Also, wenn ich dann jetzt hier die Glyphe reinsetzen kann, dann muss ich erstmal verstehen, wie das mit diesen komischen Glyphen funktioniert. Ich höre sie nachts schreien und weinen. Das passt nicht zu mir. Also, wie kriege ich dann neue Albtraum-Dungeon-Sitchels, indem ich Albtraum-Dungeon mache? Dann kriegt man mehr davon, oder wie? Ja, und du kannst irgendwie. Musst mal gucken, bei dem. Da gibt so einen neuen Mogel, der steht in der Hauptstadt in diesem Kiyobashi-Hauptstadt-Ding. Ja, so ein Siegelhändler heißt der irgendwie. Nadel ja. In meiner Haut. Sand. Und da kannst du, ich weiß ja nicht, ob das der gleiche ist wie die Aspekte. So cool. Jedes Gedankens. Und ja, da kannst du dir auch so Albtraum-Siegel herstellen, mit Kaias dabei gebracht. Okay, also ich war gerade ja bei dem und das war ausgekraut. Achso, ja, dann hast du vielleicht noch nicht freigeschaltet. Musst du vielleicht erst eine bestimmte Stufe erreichen oder so. Und diese Finsternis austreiben, bevor ich mich an sie verliere. Tee? Nur weil man hier noch keine irgendwie 68 ist, wird man da gemobbt oder was? Ja, man wird ausgegrenzt, zu Recht. So Level-Diskriminierung. Ja. Also Lore, ich hab heute übrigens mal nach so einer Häuser geguckt, ne? Für so Kinder. Ja. So kurz mal durchgeschaut. Und da gibt es so Plastikhäuser. Die würde ich ja auch bevorzugen. Die sind aber alle relativ klein von der Höhe her. Und eher wirklich was für Kleinkinder. Also für Benny würde das noch gehen, aber für Jassi ist das glaube ich ganz schon zu klein. Also ist das eher nisch. Und die kosten so, die Größen sind so bis 200 Euro. Und dann gibt es halt die Holzhäuser und die kosten dann nochmal viel mehr, irgendwie so um die 300, 400 Euro. Also, ich kann da nochmal ein bisschen rumgucken, aber ich vermute fast, dass wir das dann doch nicht machen werden. Na, außer kannst du einfach. Ja, du kannst doch einfach einen großen Karton nehmen und ein paar Löcher als Fenster reinschneiden und dann geht es doch auch, oder nicht? So leben ja die Kinder jetzt gerade im Garten. Wir hatten mal über den Upgrade nachgedacht, aber es ist zu teuer. Willst du weiter im Karton schlafen? Na, das erste Upgrade ist ja einfach, du schreibst auf jede Wand Holz rum. Das ist ja billig. Und du schreibst da drauf Holz, das Wort Holz. Genau. Ach so, ja, das ist natürlich auch dabei. Das ist natürlich günstiger, als wenn du da 400 Euro für bezahlst. Also ich sehe, ihr seid hier wirklich eine große Hilfe. Aber du könntest natürlich auch einfach mal im Bundestag Bescheid sagen, dass die dir da eine Brücke bauen, dann können sie die Karton unter eine Brücke stellen. Ja, oder du sagst einfach, ist für den Klimaschutz, dann zahlen dir die Grünen alle. Ja, alle kriegen Karton. Ja. Ja, ist das nicht so? Ich dachte immer. Aber du würdest bloß Regenkarton kriegen, ja, da. Wir würden ja mehrere. Du hast ja bloß da einen Raum wohnen. Ja, und der muss auf jeden Fall recycelbar sein, der Karton. Kriegst einen Einzimmerkarton. Ein Einzimmerkarton. Ja, aber achte auf deine Heizung. Das ist ja noch die Alternative. Die Kinder haben ja momentan auch einen Einzimmerkarton. Das könnte man natürlich zum Zweizimmerkarton aufrüsten. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Haben sie schon mal doppelt so viel. Ja, so ein Karton, dann lässt sich besorgen. Ich bin unterwegs nach Vejinhani, auf der Suche nach einem Heilmittel. Ja, noch machen wir unsere Späße, du Angst, allein weiterzugehen. Ja. Würdet ihr mich... Das wir uns das Leben nicht mehr leisten können und dann auch einen Karton haben. Ich möchte auf dem Weg nach Kräutern suchen, die ich gegen die Hilfe der Ältesten eintauschen kann. Ja, wenn ich mein Haus hier verkaufen muss, keiner kommt zu dir. Kreaturen nicht rechtzeitig sehen werde. Was willst du bei mir denn mein Haus zugucken, wie ich das hier verkaufe oder wie? Nee, du stellst mir dann halt ein Zimmer zur Verfügung und wirst mich dann auch immer schön bekochen. Ach so? Ja, du machst doch mal so leckere Essen. Na, mein gut, dass du nie weißt, wo ich wohne. Ich weiß, wo du wohnst, ich war ja schon mal bei dir. Verdammt, hat er doch nicht vergessen! Der ist doch so jung, der Kerl. Yeah, Lunio, hier geht's weiter. Hier. Wo geht's weiter? Da, wo ich den Dings gemacht hab. Kein Dungeon. Rot, wieder das Rote. Bei eurer nächsten Tötung regnet Gold auf euch, Herr. Ja, ich hab. Moment.
Ja, ich muss ja eh erstmal hinlaufen. Oh ja. Es ist nur. Ich kann nicht zulassen, dass mein kleines Baby schwächer wird. Und nichts anderes hat geholfen. Wir haben es denn diese verdammte Leiche, die ich hier suchen soll. Ja. So, wo bist du? Da bist du. Okay. Hast du den schon, den roten? Nee, also da, wo du gerade markiert hast, da ist für mich dunkel. Okay. Dunkeldeutschland. So, ich bin gleich da. So, dann guck ich mal, dass es mit dem Teleportieren klappt. Soll da irgendwo eine Leiche liegen? Oh. Ja, sieht gut aus. Hitze. Und doch steht das Dorf noch. Wie lange brennt es schon? Das hätten sie aber auch so ein bisschen grob umreißen können mit dem Ort. Das würde gehen. Was meinst du? Ja, diese, wenn da Ding hast, wo du dann so ein Punkt kriegst hier, steht dann dran, hier finde die Leiche, hier, bla bla. Ja, Moment. Das hat mich jetzt gar nicht zu dir teleportiert, sondern das ist ein Baum, meinst du, ne? Verschlossen. Was sagst du? Für den flüsternden Baum, das meinst du? Ja, ja, genau. Denn ist manchmal sind die ganz schön weit weg und manchmal finde ich die einfach ja auch nicht. Wir da ist sind da ewig. Der Welt. Einst hielt uns dieser Körper gefangen. Bis sein eigenes Volk ihn verbrannte. Jetzt laben wir Baum uns holt mir bei. Asche. Ja, okay. Na, jetzt geht's los. Ja, okay. Okay. Verschlossen. Ja. Muss ich immer jetzt mal irgendwie ein bisschen orientieren. Was muss man hier überhaupt machen? Nein, Fokus erlöschen. Jetzt müssen wir erstmal wieder so einen Bosser töten. Don't, okay. Ich bin komplett verwirrt. Aber ja. So gut, gibt doch hier diese Schamanen, ne? Die Rackerkuchen-Schamanen. Ja. Du musst mal beobachten, wie die dastehen. Und irgendwie finde ich, ist es sehr vergleichbar mit dem, wie du dastehst. Nee. Doch. Du musst mal beobachten. Achte mal drauf. Meinst du, die immer die Viecher wiederbeleben? Die wiederbeleben, genau. Ja, ja. Ja, ja. Komm hier. Und es ist viel härter, wenn er hinten im Hintergrund steht und immer sich so denken, ja, tötet mal alle Mobs für mich, damit ich nichts kann. Das ist eine Spezialfähigkeit, die hat man erlernt, wenn man Out of Combat Treffer war. Ja. So. Naja, so ein bisschen zu. Es könnte sein, dass ich jetzt so ein komisches Ding aufgesammelt habe. Ja. Probier's dann mal aus. Dann musst du das hier probieren. Wisst ihr, wen ihr zu retten versucht? Na, hast du dich vom Mörser treffen lassen? Offensichtlich, ich hab's nicht mal gemerkt. Ich dachte, das sind echt viele Profis am Werk. Ja, aber. Ja, ich hab den Boss gepult. Na super. Ich hab doch immer gedacht, mit Hertha haben wir das Ende der Fahnenstange schon mal erreicht, aber. Nee. Da war noch was. Oh, aber Ludio macht gut mit. Da kam doch ein paar Meter. Junge, jetzt dieser Lilith-Kampf nicht der Lilith-Kampf war. Das war irgendwie zu einfach. Wo
Okay. Wenn du das fertig hast, Deko, dann bist du jetzt durch. Nee, kannst du spielen. Zweite Phase. Naja, achso, ja. Aber irgendwie klar. Ja. Ja, und jetzt wird's ja hässlich. Und tot. Sollen wir die Imo erzählen, dass es dann noch einen dritten Teil, noch eine dritte Phase gibt? Ey, wenn, jetzt, wenn ich jetzt der ersten Phase wieder anfange, was ich raus, ey. Achso, ich dachte, wir wollten ihm erzählen, er muss das alle dreimal machen, wie bei Elias. Und da, das war echt, echt irre, oder? Ja, das war der. Der wollte nicht sterben. Der wollte auf jeden Fall nicht sterben. Was ist hier bei den Geistern? Gibt's das umsonst? Nee. Hast du das Ding eingesammelt? Ja. Oder hast du irgendwelche Mobs gepult? Euer Fleisch wird verkohlen. Ja, whatever. Auf Platz. Asche für das Fest. Können wir hier nach oben laufen? Das ist bestimmt der Super-Infos. Guten Tag und euch Dank. Ja. Dann verlassen. Jetzt kommen wir den Scheiterhaufen löschen. Ja, jetzt kommt gleich der Boss. Ui. Hier, du Sagur. Jemand Bock auf einen Lilith-Kampf? Zweite Phase? Warum? Bist du gestorben? Das war im Jahr zuvor. Das war ein Schwarm, halt. Bei was bist du gestorben? Oh, ein legendärer Beinschuss. Ich hab auch zwei. Ich bin neues Level 243. Okay. Gerade in einem Stun, sonst könnte ich dir da mal schnell helfen. Und okay, und was gibt's jetzt hier? Nix, oder? Hast du ja angeklickt? Den Schrein? Ja. Nee, ja, nee, hier ist nur ein Dungeon jetzt aufgetaucht. Kinder, es geht auch nicht immer nur um Loot und irgendwelche Belohnungen, sondern es geht auch um das Geschenk der Freundschaft, das ihr miteinander schließt. Ich mach dir gleich Ich wollte eigentlich eher so ein Dorf haben oder so ein Portpunkt so oder Dorf so. Das, Port. Ja, dass ich nicht hier irgendwie rumlaufen muss. Braucht denn jetzt hier Luki noch Hilfe oder nicht? Wenn ihr Bock habt, könnt ihr joinen. Das geht wahrscheinlich nicht wieder im Kampf gerne. Komm, Junior, lass uns dir mal helfen. Lass uns erstmal eine Stadt. Ja, aber dann müssen wir erstmal die Weltenstufe umstellen, glaube ich. Nein, ich kann noch einladen. Nein, wenn er uns einlädt, dann jetzt. Okay. Ja, warte, ich muss kurz in die Water angehen. Ich glaube, dann muss ich mir erstmal, also müssen wir erstmal hier. Ne, remove friend? Ne, Moment, hier Leave Party. Ich hab das schon gemacht mit der Gruppe. Gut. Freundschaftsanfrage halbe Stunde später Remove friend. Halbe Stunde mit Murmur gespielt, es reicht. Ja. Herrlich. Aber danach ist dann halt Feierabend im Stream. Was? Ich habe dich auch nicht in die Friendlist. Ja, aber im Clan, theoretisch. Ah, okay, warte. Lokale Spiele, Clanmitglieder. Ach, Jemine, wie viele Leute sind denn hier drin? Jetzt kommt's richtig dicke für Lilith. Hä? Okay. So.
Stopp, Dunje fehlt noch. Wo muss jetzt hin? Egal, oder was? Na, hier auf der Dings, bei... Bei Apollonia aus Papyrus. Ja. Ah ja, echt? Jetzt sind wir da. Noch da. Der ist ja schon alle tot. Hey, ich wollte mal gucken, was passiert, wenn man da stehen bleibt. Da habe ich auch mal jemanden wiederbelebt. Endlich, ne? Endlich! Geht aber leichter, als wo ich das gemacht habe. Jetzt geht's wieder schneller hier. Oha, ich hab härter eben. Wie ein trockenes Seehexe. Ja. Oder? Hacker ist tot. Gibt es ja noch ein Zwischensegment oder was? Ich habe mich gerade direkt geskippt. Vor allem bei mir passiert hier ja nichts. Ich muss Escape drücken. Ja, weiß ich. United against the darkness. Okay. Was bin ich denn jetzt gerade am Stoppen bei der Seehexe? Aber jetzt kann ich wieder rausporten, oder? Entschuldigt. Gesundheit. So, also in dieser nubigen Gruppe kann ich leider nicht mehr bleiben. Also ich bin der, der nicht gestorben ist. Ich geh raus. Ich schmeiß euch mal wieder raus. Ah, okay, ist so, gut, dann mache ich gleich den Stream mal aus. Wir haben ja schon 23 Uhr. Jetzt muss ich nur noch diesen komischen Challenge-Dungeon machen, oder? Für was? Für Weltstufe 3 oder was? Ja. Das. So, ihr Lieben, damit war es das dann wieder für heute. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Schaltet morgen gerne wieder ein. 21 Uhr sind wir wieder am Start. Ja, lasst gerne hier einen Follow da, falls noch nicht da gelassen. Ansonsten gerne auch mal auf meinen YouTube-Kanal einschalten. Der ist hier verlinkt im Twitch-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.